Also, kann losgehen. Dahin gucken. Yes. 3, 2, 1. Wir sehen, KK ist wieder da. Starter Will wird gespielt. Yes. Dann können wir das vielleicht hier wieder vorfahren. Okay, es geht ganz gut los hier für die System Beine. Moment, aber auch noch sehr easy. Und auch noch sehr am Anfang. Erstmal das Neutral. Ein bisschen KK genießen. Bisschen KK. Robin. Okay. Ja, oh. Vor der Plattform muss Weißen auf jeden Fall aufpassen, weil das fiese Plattform-Kombos oder Void-Kombos bekommt von Sketty. Aber ich glaube, Roy hat auch ein paar von denen, allein den Jab. Ja, im Moment ist auf jeden Fall hier keine einseitige Number. Nee. Das stimmt, muss man gar nicht questionen. Nee, das muss man gar nicht questionen. Das muss man gar nicht questionen. Oh, er hat's mit dem Bomben. Das kann ich nicht mehr aufgefischt. Das soll natürlich nicht passieren, aber der Bounce-Smash League. Okay. Oh, oh, das war's schon. Schlechte DI, muss man dazu sagen. Schlechte DI. Schlechte DI. Oh. Ich dachte, hier wollte er mit der Backer spielen. Ich hab nicht getroffen. Dafür bekommt er immer kleine Dinger jetzt von Chic ab. Und die summieren sich. Und schon mal da 30%. Und? 36%. Oh, okay. Oh, das ist okay. Ey. Oh, der Up-Tilt war das? Tipper. Ja, Up-Tilt-Tipper. Up-Tilt-Tipper, okay. Für alle, die es nicht wissen, Roy ist das Gegenteil von Marv. Er hat nicht an der Spitze seinen Tipper, mit dem er am meisten Damage und Knockback macht, sondern ganz nah an sich dran. Am Griff praktisch. Die Leute mit einem noch Plastikschwert. Für den Sour Spot. Oder Papierschwert oder Pappschwert. Oder Schwert. Typ. Oh, 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 was war das für ein Downbeat? Ja, und was war das für eine Sidebeat auch? Vielleicht wird halt bei Weißel. Der muss jetzt ja mal aufpassen. Skelly legt hier ganz gut vor, hat gerade das ganze Match unter Kontrolle auf jeden Fall. Ja, aber. Das war sehr mutig. Und das war auch. Das wird's gewesen sein. Das war auch alles oder nichts. Oh mein Gott. Das wird's gewesen sein. Vergessen das umzustellen. Okay. Das vergessen umzustellen? Ja. Ah. Ja. Einzelne Sketty. Ja, starke Number hier auf jeden Fall von Sketmon. 1-0. Allerdings wird Bo 5 gespielt, das heißt, wir haben noch einige Matches jetzt gekommen. Auf Smash will. Ja, wenn die beiden spielen, ist eigentlich immer Smash will. Oh, oh. Oh, okay. Die Lock-Kombo. Okay. Immerhin ein Ding schafft er. Ist das noch nicht eingetragen? Oh, sehr eben noch. Die Tage sind ja, ne? Das ist dabei Lulukong. Ja, Winners Finals. Jetzt wie lange spielen? Bis links hier. 2-0? 3-0. Oh, aber... Oh, das war nice, aber reicht leider nicht. A Dragdown up air, schon cool. Noch ein Backflow. Oh, das wird gewesen sein, erster Spot. Kriegt echt gut die Backflow Bouncing Fishes. Nein, was ist das? Ja, das ist scheiß. Windows 10 scheiß. Und wir sehen währenddessen die. Oh, Void Combo. Aber Weißen schafft es auszubrechen. So nice, ja, Bouncing Fish. Nice and easy. Auf jeden Fall ein sehr starker Lied hier gerade für Simon. Gaddy. Ja, ja. Mal schauen, ob er danach nochmal Roy nimmt. Das könnte jetzt schon gewesen sein. Ah, okay.
da ist wieder der Update. Ja. Also hier ist noch nichts vorbei auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie gut Roy mit Rage triggert, aber er ist auf jeden Fall schon stark. Also wenn er es irgendwie schafft, 50% zu landen und dann einen F-Smash zu treffen, Tipper natürlich, dann... Oh, das war jetzt schon ganz schön knapp hier. Noch ein oder zwei von denen kann er nicht nehmen. Irgendwo hat er nicht mitgerechnet, dass er ihn noch trifft. Und noch Bouncy Fish muss sein. So, 2-0 haben wir jetzt hier fürs Geld, ne? Ja. Weißt du, will halt unbedingt nicht airdodgen und dann kommt einer rein. Vielleicht sehen wir jetzt auch einen Switch auf Daka. Vielleicht aber auch nicht. Müsste man nicht mal treffen. Oh, Link, okay. Link Hero gegen Zelda hier. Das ist natürlich schon sehr krank. Zelda in Form von Sheik natürlich. Nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wenn der Charakter ist. Okay. Ja, also ich habe ja die letzten Tage viel mit Weizel gespielt auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen das Matchup CF-Link gesuchtet und ich muss echt sagen, der Link hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder wegzukommen hier. Also nach seiner erfolgreichen Brawl-Zeit hat er auf jeden Fall das Movement drin und macht schon auch kranke Sachen. Nicht nur Guralol hat Ice-Saw besiegt, Isor, sondern auch Weizel im Brawl, Double Link. Im Moment sieht es allerdings nicht so gut aus für ihn. Er wird gepunished und gepunished. Aber Link ist auch ein heftiger Rage-Charakter auf jeden Fall. Von daher, er will da hoch. Ihm ist auch relativ egal, wie viel Damage er dabei frisst. Link ist, glaube ich, auch relativ schwer. Er ist, ja. Er ist ziemlich schwer. Definitiv stylisch. Also ich freue mich, dass Philipp jetzt hier auch ein bisschen wieder das Gefühl für Link hat. Ja, finde ich auf jeden Fall auch wieder nice. Man sieht doch immer gerne, wenn die Brawl-Mains von den Leuten stehen bleiben. Oh, das war mein krasser Erdogan-Spiel von Skelly. Nicht schlecht. Das ist jetzt das letzte Stop für Weißen eventuell. Dann musst du jetzt diesen Match gewinnen. Ja. Kann er es schaffen, wie damals gegen Repus? Rosalina gegen Link? Oh, aber ja. Also ich würde sagen, Weiß ist auf jeden Fall der Comeback Master. Aber gegen gerade seinen Bruder, echt nicht gut aus. Der ihn auch gut kennt. Er muss ihn halt irgendwie killen, ne? Und wenn er so random Smashes macht, dann wird das nichts. Oh, Down for Two? Ah, er hat ihn leider nicht drin. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch so gut ist. Das geht aber auch gut weggesprungen. Ja. Und ja. Fair, genau. Fair wird sein, okay, 82%. Damit, das geht noch, auch schöner Abschnitt. Ja. Coole Kombo, cooler Confirm. Der Check. Weiß er jetzt offstage wieder offstage gekommen, schön. Er hat auf jeden Fall nicht die Stage Control, die er gerade braucht. Mit 118%. Da will er von der Edge weg. Oh, weg. Ja. Ah, dabei bleibt. Ja, er tradet jetzt, aber mit 140. Ah, oh, das wird gewesen sein. Okay, 3-0 Skelly. Okay, Weißel ist sehr traurig. Also das, klar, das ist natürlich ärgerlich für Weißel und Weißel. Gerade SDM besiegt, er wollte das Ding holen, aber jetzt. Boot freut sich auch. Nicht, dass Skelly gewonnen hat, sondern dass Weißel verloren hat. Natürlich ein richtiger Endpunkt-Move. Und tschüss.